rein. Durchgehen aus. Gaxas. Engelmann. 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 Epische Musik im Berse-Stadion und das auch zu Recht, denn bei diesem Spiel ging es hier um alles in der Regionalliga West. Das Abstiegsgespenst ist da, Rot-Weiß Aalen trifft auf Schalke 2 und damit der 14. gegen den 15. Beide brauchen dringend Punkte. Die Aalener erwischten allerdings keinen guten Start, bis sich dann Ivan über links aufmachte. Klasse Aktion von ihm, legt quer, Osmani ist da, 1:0 aus dem Nichts für die Aalener, nachdem Schalke in der Anfangsphase die deutlich bessere Mannschaft war und auch mehr Torchancen hatte. Die Schalker schüttelten sich kurz, dann kam Cienza an den Ball. Probiert's da mal aus der Ferne, knapp vorbei. Und so sah es dann doch häufiger aus. Die Schalker kamen immer wieder zu guten Abschlüssen und die Aalener im Defensivverbund konnten da nicht zufrieden sein, denn das Spiel gehörte den Gästen, die dann auch immer wieder schnell in die Spitze spielten. Hier Castell sieht Aramburu, der hat eigentlich freie Bahn, zieht ab und Velichkov im Aalener Tor mit der starken Parade. Da muss allerdings der Schalker Mittelstürmer auch etwas mehr draus machen. Kein ganz platzierter Abschluss. Die Schalker blieben aber auf dem Gaspedal. Anapak über rechts, viele Aktionen von ihm. Auch Cienza, der hier den Ball annimmt und abzieht. Immer wieder auffällig. Velichkov da mit der Flugeinlage. Ja, Cienza regt sich da über den Platz auf. Die Annahme ist ihm nicht perfekt geglückt und der Abschluss dann auch nicht. Aber Schalke konnte sich nichts vorwerfen. Dann Oktay Dahl, der Innenverteidiger der Aalener, im Doppelpass mit Ivan. Oktay Dahl plötzlich frei durch, lupft den da ins lange Eck. 2:0 für Aalen. Das war die zweite gelungene Offensivaktion. Das zweite Tor. Die Aalener wussten nicht, wie ihnen geschieht. 2:0 führt man hier. Und die Schalker fragten sich, wie konnte das hier passieren? Aber trotzdem, die Moral stimmte. Man war sofort wieder da. Castell hier mit dem Fernschuss scheitert an Velichkov, der sicher zupackt. Schalke immer wieder mit guten Aktionen. Letztlich fehlte dann aber manchmal dann doch der letzte Pass oder eben der konzentrierte Abschluss, wie in diesem Fall. Dann wieder Anapak über die rechte Seite, kurz vor der Halbzeitpause. Gute Flanke da, Cienza! Und den kann man dann doch auch mal machen, gerade wenn man es so dringend bräuchte. Zur Halbzeit damit aber 2:0 für Aalen und es war bei weitem keine verdiente Führung. Sehr, sehr glücklich für die Aalener. Und es ging in der zweiten Halbzeit so weiter. Cienza, der überragend spielte, über links, setzt sich da klasse durch. Hanratz mit der Chance, mit der Doppelchance. Und plötzlich ist Müller da, hat immer noch die Chance. Pfosten, kein Tor. Ganz, ganz bitter für die Gäste, die weiterhin eben nach vorne spielten. Das allerdings eröffnete auch Räume. Ivan, der auch ein klasse Spiel machte, hier mit dem Fernschuss. Und Wienand kann sich da auszeichnen. Sensationelle Parade des Schalke-Keepers, der hier die Schalker vor dem 0:3 bewahrt. Man muss aber auch sagen, hier die Schalker im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so zwingend wie im ersten Abschnitt. Mazzullo hier eine der häufigeren Konterchancen. Lässt sich Zeit, zieht ab. Wienand pariert wieder stark. Beinahe senkt sich der Ball trotzdem da noch hinten rein. So blieb es aber vorerst beim 2:0. Aalen, wie gesagt, befreite sich jetzt gut. Brachte auch neue Leute wie Mamutovic, der hier beim Standard steht. Mamutovic bringt das Ding, krummes Teil, und er senkt sich da hinten ins lange Eck. Tor für die Aalener zum 3:0. Da sieht der Schalker Keeper natürlich nicht perfekt aus, denn der Ball war nicht besonders scharf getreten. Aber die Schalker, sie gaben nicht auf. Cienza über links, setzt sich wieder einmal durch in die Mitte. Aramburu zum ersten, Aramburu zum zweiten. Und es steht nur noch 1:3. 74. Minute, Schalke warf jetzt alles nach vorne. Natürlich, sie brauchten hier einen Punkt, sie wollten hier einen Punkt. Und so kam es, wie es kommen musste. Ball hoch vorne rein, Aramburu, 90. Minute, 2:3. Schalke gab nochmal alles, es reichte allerdings nicht mehr zum Ausgleich. Aalen gewinnt glücklich mit 3:2 gegen Schalke.